Problem ist auf dem Rücken des jungen Mannes Kung Fu Kid. Nennt er sich Laurin Pöschel. Kommt hier aus Innsbruck, hat also das Publikum im Rücken. Hat bei der letzten Inferno-Veranstaltung einen starken Sieg geholt. In Runde 2 durch Bodyshot K.O. gewonnen. Zuletzt in Aktion gewesen im Juli vergangenen Jahres. Auch da siegreich gewesen, wenn auch nur in Anführungsstrichen nach Punkten. Hat einen Background im Kickboxen, im BJJ und, das wird dir gefallen, Andreas, im Tai Chi. Ja, ist ja im Prinzip meine Lieblingsdisziplin tatsächlich. Großartig. Ja, sag nichts dagegen, auch der Kung Fu Panda. Und der ist ja unglaublich effizient, betreibt der Tai Chi unter anderem. Und der hat es bis nach Hollywood geschafft. Eben. Also würde ich jetzt nicht zu despektierlich drüber sprechen. Aber mal Spaß beiseite. Ich glaube, rein von der Athletik her und von den Vorzeichen könnte das hier ein echt guter Kampf werden. Und ich wäre nicht überrascht, wenn es auch für diesen dritten Kampf am heutigen Abend die Punktrichter nicht brauchen würde. So, dann schauen wir uns mal an, was die nackten Zahlen sagen. Beide sind gleich alt, beide haben exakt mit 77 Kilo eingewogen und beide sind auch fast gleich groß. 1,84 Laurin Pöschel, das steht jetzt hier nicht, das steht in meinen Notizen. Und Marco Pleschberger 1,83. Pöschel erfahrener im MMA, Marco Pleschberger deutlich erfahrener im Kampfsport insgesamt mit, wie gesagt, 50 Thai-Box-Kämpfen. Also, los geht's. Ladies and gentlemen, this bout is scheduled for 3 3-minute rounds in the welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, this man is a kickboxer. He stands 183 centimeters tall and weighed in at 76.8 kilograms. Making his MMA debut here in the Inferno FC cage tonight, he fights out of Vienna, Austria. Introducing Marco Pleschberger! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. He stands 184 centimeters tall and weighed in at 77.1 kilograms. With an amateur record of 2 victories and no losses, he is an undefeated local favorite. Fighting out of Innsbruck, Austria, Laurin the Kung Fu Kid! And the referee in charge of the action, Nabil Sabai. Nabil Sabai leitet diesen Kampf. Kontrolliert nochmal, ob alle hier bereit sind. Und dann kann es losgehen mit dem dritten Fight heute. Nach wie vor im Amateurbereich. Also 3x3 Minuten wird gekämpft. Ellbogen sind nicht erlaubt. Andere Auslage. Thai-Boxer gegen den MMA-Kämpfer. Und der Thai-Boxer, wenig überraschend, beginnt zu Thai-Boxen mit einem schönen Knie zum Körper. Das war sehr gut getimt. Also ich glaube, Pöschel darf hier keine Zeit verschwenden, muss schnellstens versuchen, diesen Kampf auf die Matte zu verlagern. Denn Pleschberger weiß natürlich, dass diese Startphase des Kampfes seine große Chance, seine Gelegenheit ist. Jeder Kampf beginnt im Stand. Ich habe ja versprochen, dass das Phrasenschwein satt wird heute. Und jetzt muss er hier wirklich einiges einstecken. Also er muss was verändern, er muss sich mehr bewegen und er muss vor allen Dingen zumindest den Eindruck erwecken, als dass er auch was anderes machen möchte. Hier macht er es auch. Jetzt kann er mal seine Takedown-Defense unter Beweis stellen, der Kickboxer. Ja, der Shoot war nicht besonders gut vorbereitet, aber es sah jetzt zumindest kurz so aus, als ob Pöschel ihn zumindest ansatzweise durchbringen könnte. Was man Pöschel lassen musste, ist, er ist sehr, sehr gelassen geblieben. Oh, und da wird in den Käfig gegriffen. Das ist natürlich nicht erlaubt. Trotzdem muss Pleschberger hier runter. Gut gemacht von Pöschel.
versucht hier noch mal ein paar Schläge zu landen. Pöschel ist während dieser Attacken im Stand wirklich sehr, sehr ruhig geblieben. Das ist ihm jetzt zugute gekommen. Auf jeden Fall. Hat ihm diesen Takedown zwar nicht gut vorbereitet, aber trotzdem durchgebracht. Und jetzt kann er hier arbeiten. Ich bin mal gespannt, was Flashbacker da vom Boden aus zeigt. Versucht es hier mit einem Omoplata, so sah es fast aus. Ja, Omoplata-Versuch, wechselt hier wieder zurück in die Guard. Also am Boden zeigt er, er ist weitaus mehr als nur ein Kickboxer. Hat sogar jetzt hier nochmal eine Triangle probiert. Sehr, sehr aktive Guard von Flashbacker, der im Basic Sports Club in Wien natürlich gute Trainingspartner hat, das muss man sagen. Ja, klar. Und setzt das aber auch gut um, gefällt mir gut. Na, hier noch eine Möglichkeit von den Nibar, nutzt aber eher für den Scramble. Und schöner Backtake. Also die beiden hier technisch wirklich oben auf. Sehr, sehr hochklassiges Duell, das kann man nicht anders sagen. Flashbacker landet in der Oberlage. Großartig. Er versucht sich jetzt hier so ein bisschen den Pass zu erkaufen, indem er Druck macht auf den Kopf. Jetzt landet er im Omoplata. Er ist ein bisschen wild in der Oberlage aus meiner Sicht. Flashbacker. Ja, sollte versuchen, diese Guard zu passieren, denn ich glaube, Pöschel hat auch eine sehr, sehr gefährliche Guard. Erste Runde gleich vorüber. Und da ging es hin und her in diesen 3 Minuten, Andreas. Hin und her, sehr hohe Pace. Technisch sehr, sehr sauber. Ich habe es gesagt, großartiger Kampf. So, schauen wir noch mal ein bisschen hier rein. Anfangsphase dominiert vom Kickboxer. Wir haben dieses sehr gut getimte Knie gesehen. Pöschel lässt sich nicht anmerken, aber ich bin mir sicher, das hat gesessen. Hier sehen wir diesen Takedown. Auch wenn das unter erschwerten Bedingungen stattfand, sage ich mal. Und dann hat aber hier einmal auch noch der Wechsel stattgefunden. Da gab es kurz mal den Ansatz einer Submission, einer Knee-Bar-Submission. Aber schön gemacht hier. Kimura-Backtake-Versuch von Lauren Pöschel. Also, gefällt mir enorm gut, was die beiden hier zeigen. Definitiv über Amateurniveau. Ich persönlich mag den Begriff Amateure ja auch gar nicht so. Das ist auch einer der Gründe, warum wir bei NFC irgendwann entschieden haben, aus den Amateuren einfach die Contender zu machen. Denn das ist hier ganz klar nichts Amateurhaftes. Das sind zwei professionell vorbereitete und professionell auftretende Kämpfer, die nach Amateurreglement kämpfen. High-Kick-Versuch von Lauren Pöschel. Da rutscht er aus, Flashbacker. Gut gesehen von Nebil Sebai, der da kurz das Timeout einfordert und diese Ecke da sauber wischt. Ja, das sind diese Gummiböden, die, wenn da ein bisschen Schweiß drauf kommt, sehr, sehr rutschig werden. Insbesondere dort, wo dann auch die Sponsoren-Logos drauf sind. Aber ohne Sponsoren geht es natürlich nicht, ganz klar. So, alles wieder trocken gewischt. Jetzt kann es weitergehen mit dieser zweiten Runde. Hochklassiges Duell hier. Hier ist noch nichts entschieden. Pöschel in der Rechtsauslage, Flashbacker in der Linksauslage, versucht es immer wieder mit Kicks, attackiert hier auf allen Ebenen. Ist abgerutscht da mit dem Bodyshot, der hat aber gesessen, da muss er lachen. Pöschel, noch kann er lachen. Bodylock von Flashbacker geht zur Hüfte und nimmt Pöschel hier runter. Ja, das ist gut. Das ist gut. Auch da zeigt er, dass er ein kompletter MMA-Kämpfer ist. Nicht nur ein Kickboxer in Anführungsstrichen. Muss ein bisschen aufpassen, dass er seine Arme nicht zu sehr auf der Matte lässt hier in der Guard. Ja, Pöschel ist nicht ungefährlich vom Rücken aus. Ich glaube, Flashbacker fühlt sich in diesen Guard-Situationen ganz wohl. Er hatte jetzt vor einigen Augenblicken das linke Bein fast schon in so einer Half-Guard-Situation, ist aber freiwillig in die Guard wieder reingerutscht. Es gibt viele Kämpfer, die
das stabiler finden, die sich da wohler fühlen. Auf der anderen Seite ist hier natürlich das Risiko größer, dass er dann am Ende doch noch in der Submission landet. Wir haben es gesehen, Pöschel mit einer sehr, sehr aktiven Guard. Ja, und trotzdem natürlich für die Punkte wichtig hier eine lange Zeit in der Top-Position zu verbringen, auch wenn der Schaden, den Flashbacker hier ausrichtet, sehr überschaubar ist. Aber dennoch denke ich, dass die Punktrichter das tendenziell eher ihm zugute halten werden hier, diese Schlussphase. Damit haben wir eine einfachere oder einfacher zu wertende Runde als die erste. Einfacher. Also das ist natürlich ein sehr, sehr frustrierender Kampf hier für Pöschel, weil ich glaube, er hat sich in der Vorbereitung eher selbst als derjenige gesehen, der ja aus der Oberlage heraus agiert. Das genau. Ist also für mich zumindest sehr, sehr überraschend, dass Plashberger hier ein gutes Ground Game zeigt. Solides Ringen auch. Kann mir nicht vorstellen, dass Lauren Pöschel jeden Tag mehrere Stunden Takedown-Defense gedrillt hat jetzt hier. Oder Arbeit aus der Unterlage. Hundertprozentig genauso. Ich denke, der wird Striking-Defense gedrillt haben und selbst Takedowns. Also der Plashberger, der überrascht mich hier. Und zwar im absolut positiven Sinne. Ja, und das gegnerische Team damit auch. Gute Runde. Wir gucken noch mal rein. Also hier Switch Kick. Der hat zwar nicht gelandet, aber das Ding, ja, ein bisschen über die Deckung geglitten. Schön gemacht von Pöschel. Und da der Takedown hervorragend getimed. Auch noch einmal um die Ecke. Also cutting the corner, sagen die Amis. Und dann sofort ausgehoben, als er unter dem Gesäß war. Schön gemacht. Die Technik sitzt. Jetzt schauen wir mal, wie die dritte Runde läuft. So richtig sicher kann sich hier keiner sein auf dem Punktrichterzettel. Erste Runde war sehr, sehr knapp. Also ja. Zweite Runde würde ich auf jeden Fall Plashberger geben. Ich denke, da brauchen wir nicht groß rumdiskutieren. Erste Runde war eine enge Kiste. Gut möglich, dass es 1-1 steht. Gut möglich, dass Plashberger hier schon zwei Runden vorne liegt. Also lassen wir uns überraschen. Ich glaube, diese dritte Runde wird auf jeden Fall nochmal spannend, nochmal spektakulär. Kung Fu Kid gegen den erfahrenen Thai-Boxer. Der wird nochmal ein bisschen nachgewischt in der Ecke von Laurin Pöschel. Gut gesehen vom Ref hier. Na, Schaden macht klug. Letzte Runde musste er unterbrechen einmal. Und los geht's zur dritten Runde. Kick von Pöschel, der sich hier auch was traut im Stand, der hier keinesfalls klein beigibt, nicht zurückweicht, keinen Respekt zeigt. Und das wäre natürlich eine verrückte Geschichte, wenn er hier per Highkick gewinnen könnte. Aber die Attacken von Flashberger, man sieht das schon, extrem schnell, extrem effizient, extrem hart auch. Aber schöner Backtack jetzt hier von Pöschel. Flashberger versucht sich da rauszudrehen. Ja, reingearbeitet in diesen Takedown. Schauen wir mal hier, ob Flashberger die Guillotine hat. Denn den Arm hat er da irgendwie um den Kopf. Aber nein, kommt da raus, Pöschel. Ich glaube, die Guillotine hat er aus der Not herausgenommen. Er wusste, er geht eh runter. So hat er sich dann in diese Guillotine reinfallen lassen. Daraus ist nichts geworden. Aber wir sehen es hier. Er scrambled da, was das Zeug hält. Aber Pöschel jetzt hier auf dem Rücken. Ja, und muss aufpassen, dass er nicht nach vorne über abgeworfen wird. Ansonsten gute Kontrollposition. Auch zum Schlagen, ja, zeigt er hier. Aber Plashberger kommt hoch. 1,5 Minuten noch Zeit für Laurin Pöschel, das Ding hier vielleicht zu drehen, vorzeitig zu beenden. Hat es da mit einem Standing Choke versucht, aber kassiert hier ein Knie zur Körpermitte. Ja, und das zeigt einfach diese technische Raffinesse von Plashberger. Rausgezirkelt, eine Vierteldrehung und dann das Knie reingehauen. Ja, und auch aus allen Winkeln hart. Ja.
Das war kein Alibi-Knie, das war eine richtig harte Aktion. Das war sehr, sehr schick. Schauen wir mal. Oh, Kimura. Sehr, sehr gut gemacht von Pöschel. Und das könnte seine Chance sein, das Ding hier zu beenden. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Side Control. Flashberger scrambled sich zurück in die zumindest halbe Butterfly, aber er fängt sich hartes Ground and Pound hier von Pöschel. 29 Sekunden noch. Harte Hände von Pöschel. Ja, und der Referee ermahnt hier, bitte auf die Trefferfläche zu achten. Das klappt jetzt hier hinten raus besser. Pöschel macht Druck, will hier noch sein Finish haben. Harte Knie zum Körper. Beide zurück im Stand. Pöschel jetzt der Aggressor. Letzten 10 laufen. Kann Flashberger hier noch was zeigen? Pöschel versucht es noch mal mit dem Takedown. Und bekommt er noch einen, aber wird gesweept. Okay, das war's. Und der Kampf ist vorüber. Auch wenn ich persönlich jetzt keine Sirene gehört habe. Ja, ich habe die Warnung für die letzten 10 Sekunden gehört, aber die Schlusssirene nicht. Passt aber von der Zeit her. Und mit dieser beherzten Schlussaktion sollte Lauren Pöschel sich die letzte Runde gesichert haben. Ja. Aber wie der Rest aussieht, weiß ich nicht. Hier sehen wir noch mal diese High Kicks. Die gab es immer wieder über den Kampf verteilt von Pöschel. Und hier schöne Kombination von Flashberger, der auch immer wieder mit Finten arbeitet. Der hier ja, so ein bisschen auch wieder Alibi-mäßig, du hast es gesagt, in die Guillotine gegangen ist. Zieht da zwar, aber die Position hat nicht richtig gestimmt. Trotzdem, muss sagen, beide einen hervorragenden Kampf hingelegt. Und nach diesem Scramble hier ging es für Lauren Pöschel aufwärts. Da hat der Flashberger ins tiefe Wasser gezogen. Und ja, so ist das eben mit diesen drei Ründern. Hier schön gemacht, die Kimura genutzt. After three hard-fought rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this bout. 29-28, a unanimous decision for your winner, Michael Flashberger! Also, da hat Marco Flashberger offensichtlich tatsächlich die ersten beiden Runden für sich entschieden. Urteil geht vollkommen in Ordnung. Ja. Absolut hochklassiges Duell hier in diesem Amateurkampf, ich sag's nochmal, ja. Unfassbar. Ja, und von Athletik und auch Technik ja, können wir gerne unterstreichen, dass das mehr als der Amateure würdig war. Marco, ich gratuliere dir recht herzlich. Das war mit Abstand der krasseste und beste Amateurfight, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, das kann man laut sagen. Extrem starke Kontrahenten. Und du warst schlussendlich der Bessere. Wie fühlt sich das an? Der David hat noch nichts gecheckt. Dritte Runde. Hat er mehr Kopf am Boden. Ich bin noch probiert, irgendwie rausgekommen. Ich war ein bisschen zu angespannt. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen für den Kampf. Aber wie gesagt, jetzt haben wir es bloß mal umgehen. Und es war sicher eine knappe Partie. Der David Böschler ist ein super Fighter. Ich habe großen Respekt für ihn. Ich habe mir seine Kämpfe hunderte Male angeschaut. Ich war wirklich sehr nervös. Und ja, wenn ich zwei Sachen noch sagen darf. Basic Sports Club, Wien, dritter Bezirk. Ich werde jetzt noch viel bei uns hören. Danke an meinen Trainer, Adi Bujabasic, der mit mir wirklich Stunden verbracht hat, eine Taktik gegen Lauren zu finden. Er hat sich so bemüht für mich, so wünscht man sich einen Trainer. So wie danke an meine Prügelbrüder, Dominik Schober, Dusan Markovic, Bruder Walter Graf und der Rest von Basic. Besten Dank, mein Grappling-Coach Marco Kisic, der was mir sehr auf das vorbereitet hat. Meine Jungs, die was mit mir, bevor ich jetzt schon Basic gekommen bin, auf der Wiesn mit mir trainiert haben, Ringer, Thomas Kelitsch und Herrick Sosa und Martin Kowalska.
Und zum Schluss noch meine Frau, die wollte, wie vor einem Jahr sie gesagt haben, ich will mit MMA anfangen, wollte sie von mir scheiden lassen. Dass sie gesagt hat, Kickboxen, Thaiboxen, okay. Aber das ist ja gestört. Sie haben zu mir gestanden. Danke, mein Herz, ich liebe dich. Okay, vielen Dank. Marco, ich wünsche dir einen Zukunft. Ich habe nicht alles verstanden, ich sag's ganz ehrlich, aber ich glaube, deine Frau will sich von ihm scheiden lassen, wenn er mit der MMA weitermacht. Ja. Tesla EDV. Man muss Prioritäten setzen. Sascha Kostanovic. Na und die hier haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall für die Amateurbühne mehr als reif sind und jeder Kämpfer träumt natürlich, da rauszugehen in die Welt und zu den ganz großen Veranstaltungen zu kommen.